In diesem Video nähen wir einen Jersey-Pulli für Damen. Hallo zurück im Makerist-Nähcafé hier bei mir. Ich bin Bettina und das gucken wir uns gleich genauer an, denn ihr seid hoffentlich hier, um mit mir zu nähen oder ein bisschen was zum Thema Nähen zu besprechen. Ich habe heute aber, bevor wir konkret losnähen an diesem Projekt, drei Sachen für euch. Es ist ein relativ zeitaktuelles Video. Also ich drehe heute und poste in wenigen Tagen und ich weiß ziemlich genau, was passiert. Das heißt, ich darf euch so ein paar Sachen mitgeben, über die ich mich sehr freue. Die dauern aber seine Zeit. Das heißt, wenn ihr lieber sofort nähen wollt, dann habe ich für euch unterm Video Kapitelmarker. Da könnt ihr euch einfach durchklicken und direkt beim Tutorial landen. Oder aber ihr bleibt dran oder wenn es euch zu langsam ist, beschleunigt das Video auf doppelte Geschwindigkeit und hört euch noch an, was ich euch zu verraten habe. Denn, wie gesagt, drei Punkte. Punkt Nummer eins ist: Es ist 2 Euro Sale auf makerist.de. Ich brauche gar nicht drum herum labern. Die meisten von euch werden den Sale wahrscheinlich schon kennen. Wenn noch nicht, dann klickt euch rüber und schaut euch das an. Wir haben mit unseren DesignerInnen gemeinsam, nicht mit allen, aber mit sehr vielen, hier die Möglichkeit, euch Schnittmuster besonders günstig anzubieten für nur 2 Euro das Schnittmuster. Ganz, ganz großer Dank geht an dieser Stelle natürlich raus an unsere DesignerInnen, die das anbieten können und natürlich auch an das Team, was das Ganze immer wieder ja, für euch organisiert und einstellt, weil es ist tatsächlich eine ganze Menge Arbeit. Heute geht's los, bis Sonntag geht's und ich hoffe, da ist für euch was dabei. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr wollt, dann kann ich nur empfehlen, dass ihr euch rüberklickt und dass ihr euch ein bisschen inspirieren lasst. Denn ich finde, für einen 2-Euro-Sale, das ist immer eine ganz tolle Gelegenheit, um sich auch mal an Schnitte ranzuwagen, bei denen man sonst sagt, weiß ich nicht, ob das jetzt so mein Schnitt ist, ob das mir steht, ob die Form für mich passt oder wo man auch mal neue DesignerInnen testet. Ich merke das von mir, dass ich privat sehr oft wirklich auf die DesignerInnen zurückgreife, die ich kenne, wo ich weiß, das sind tolle Schnitte, die passen mir, ich muss an den Maßen nicht viel machen und ich mag einfach, wie die Anleitung und wie die Schnitte konzipiert sind. Ich kann nun beruflich in sehr viele Schnitte reinschauen, relativ einfach, weil ich hier für euch diese ganzen Sachen vernähe. Aber wenn ihr die Gelegenheit nicht habt, dann tut es manchmal ein bisschen weh, wenn man sehr viel Geld für einen Schnitt zahlt und wenn es dann doch einfach nichts für einen ist. Und da habe ich gemerkt, ist jetzt 2-Euro-Sale für viele eine tolle Gelegenheit. Und da kann ich euch einfach nur rüber auf makerist.de schicken und euch ganz viel Spaß wünschen. Heute, morgen und übermorgen beim 2-Euro-Sale. Übrigens, heute ist der 17.09. Falls ihr dieses Video irgendwann später guckt und jetzt rüberhastet und ganz traurig seid, dass die Preise ganz normal sind. Heute, 17.09. bis Sonntag ist für euch 2-Euro-Sale. Punkt 1. Punkt 2, heute 17.09. haben wir eine neue Stoffkollektion für euch. Und zwar in unserer Eigenmarke Petit Citron. Die kennt ihr vielleicht schon. Die verlinke ich euch einfach sowieso mal unter diesem Video. Und da seht ihr dann wahrscheinlich auch direkt die neuen Stoffe, die heute rauskommen. Aus unserer neuen Kollektion, die da heißt Celebrate Autumn. Feiert den Herbst. Es geht ja nun langsam los mit dem Herbst, auch wenn die Sonnenstrahlen gerade noch sehr einladend draußen sind, weiß ich, dass sehr viele von euch schon Herbstprojekte nähen, wir ja heute auch. Und genau dafür ist diese Kollektion da. Und dafür habe ich schon ein paar Stoffe geschickt bekommen von meiner Kollegin Laura, die sich darum kümmert. Und die darf ich euch heute auch direkt schon mal Sneak Peek-mäßig, wobei es ist keine Sneak Peek, weil die Kollektion ist schon da. Ich darf sie euch einfach zeigen und ich habe sie hier einmal für euch hängen. So sehen die Schmuckstücke aus. Ich nehme sie einfach mal alle mit. Wir haben in unseren Petit Citron Kollektionen immer Stoffe für Kinder hauptsächlich. Es ist immer sehr farbenfroh, aber ich finde, einiges kann man davon auch super für Erwachsene nutzen. Es gibt diesmal Sweats, Jerseys und Baumwollwebwaren. Und ich habe mir alle drei Stoffarten tatsächlich schon mal schicken lassen von meinen Kolleginnen im Lager, damit wir daraus was machen können. Und ja, ich darf sie euch hier einmal zeigen. Ich habe drei Stoffe, also drei verschiedene Motive. Es gibt noch mehr Motive auf makerist.de. Wie gesagt, ich verlinke euch das. Und zu denen, die ich schon da habe, kann ich euch einfach schon mal verraten, was ich daraus machen werde für euch hier im Nähcafé. Denn dies ist eine zauberhafte Baumwollwebware mit diesem süßen Himmelwolkendrachenmotiv. Ich habe eine ganze Menge davon bestellt. Das wird ein Pyjama werden für Erwachsene. Richtig geil, freue ich mich mega drauf. Dann habe ich hier einen Sweat in Senfgelb mit Blättern, Eicheln, kleinen Zweigen. Ich finde den fast schon ein bisschen weihnachtlich. Daraus mache ich für euch einen Cardigan für Kinder. Ich glaube, der ist eher so für Mädchen gedacht, wobei da kann man auch immer ein bisschen gucken, wie man dann Sachen schneidert und zurechtschustert, dass der für alle Kinder passend ist. Und dann habe ich hier als drittes auch ein Projekt
was für euch in Planung ist. Richtig, richtig süßer Jersey-Stoff mit einem richtig süßen Motiv. Kinder, die in Pfützen spielen, dann mit diesen braunen Blättern, dieses Gelb-Blau, einfach zauberhaft. Das ist ein ganz normaler Jersey und aus dem machen wir ein Shirt für Kinder. Ich denke, es wird langarm werden, weil es ist ja schon herbstlich und das wird noch kombiniert, wahrscheinlich mit einem gelben Jersey, das würde gut passen. Muss ich mir nochmal genauer angucken. Die Schnitte stehen alle schon fest bei mir und genau, die Tutorials werde ich dann demnächst für euch machen. Ich habe auch schon ein paar Schnittmuster ausgedruckt und hier vorbereitet und da machen wir uns demnächst hier im Channel dran. Aber weil nun mal heute der 17.09. ist und weil der ganze Spaß heute online geht, kann ich euch das auch heute ruhig einmal schon mal zeigen und euch auch damit rüber auf makerist.de schicken mit dem Link unterm Video, dass ihr euch die zu Gemüte führen könnt und vielleicht genau das Richtige für eure Herbstprojekte findet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, also die drei Projekte, die ich da in Planung habe und alle weiteren, die hier noch so kommen und auch Themenvideos und einfach ganz viel Nähkram für euch, dann kann ich euch empfehlen, das Nähcafé zu abonnieren. Unterm Video ist so eine kleine Glocke, die könnt ihr klicken und da gibt es dann auch die Möglichkeit, nochmal die Notifications auszuwählen, denn es passiert, wenn man nur die Glocke drückt, dass man nicht immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video kommt. Also wenn ihr es ganz richtig sicher haben wollt, dann klickt euch da mal durch und klickt, dass ihr diese Notifications fürs Nähcafé auch haben wollt und dann seid ihr Abonnenten und wisst immer Bescheid, wenn was passiert. Tagesordnungspunkte auf der Agenda Nummer 3 ist eine kleine Herzensangelegenheit von mir und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr da Lust drauf habt, denn ich finde es immer sehr schön, mit euch zu kommunizieren und zu interagieren unter den Videos in den Kommentaren. Ich finde es super schön, wie ihr euch gegenseitig helft, wie ihr im letzten Video war es, glaube ich, ein Obertransportfuß. Da hat eine Näherin gesagt, sie hat keinen Obertransportfuß und sie hat sich noch nicht getraut, einen zu kaufen und ob der denn passt. Und dann habt ihr euch gegenseitig so ein bisschen geholfen und Support geleistet und gesagt, hier, ich habe dies und jenes probiert. Das finde ich total super und ich wäre auch gern Teil davon. Ich bin ja auch sehr viel mit in den Kommentaren mit dabei. Nur was ich noch viel lieber oder zusätzlich gerne hätte, wäre, ich würde gern sehen, was ihr tatsächlich näht. Denn dafür bin ich ja auch hier. Ich bin ja irgendwie so eine Einbahnstraße, die euch mit Tutorials bewirft. Aber es wäre ja noch viel schöner, wenn ich wirklich gucken könnte, was bei euch dabei rauskommt. Und das können wir hier auf YouTube leider nicht machen. Wir sind hier ja nicht so interaktiv wie auf Instagram oder Facebook. Aber wir können damit ein bisschen woanders hinwandern, zum Beispiel auf makerist.de in die Werkschau. Das ist ja ein uraltes Feature und das ist sozusagen unser eigenes makerist-seiteninternes Instagram, auf dem ihr teilen könnt miteinander in der Community oder mit uns, was ihr genäht habt. Und es geht darum, habt ihr einen Videokurs bei uns genutzt oder einen Schnitt genutzt oder einen Stoff genutzt? Zeigt es dort, damit ihr andere inspirieren könnt und dann kann man so kleine Herzchen geben. Also es ist wirklich ein bisschen wie Instagram und es ist ein richtig schönes kleines Feature und es ist für mich im Moment das schönste Werkzeug, um jetzt zu testen, ob ihr Lust habt, eure Nähstücke mit mir zu teilen. Ich habe nämlich in der Werkschau jetzt einen neuen Filter mit eingefügt. YouTube Nähcafé heißt der und wenn ihr eure Werke hochladet, die ihr zum Beispiel mit meiner Hilfe oder mit dem Nähcafé zusammen genäht habt, dann könnt ihr anwählen, dass es ein YouTube Nähcafé Projekt ist und dann könnt ihr da die Anleitung verlinken, ihr könnt den Stoff verlinken, den ihr genutzt habt, ihr könnt Bilder hochladen und dann kann ich euch schneller finden und auch alle anderen von euch, die die Werkschau nutzen, können dann nach genau diesem Filter, YouTube Nähcafé filtern und können dann sehen, was ihr zusammen genäht habt oder was wir zusammen genäht haben. Ich finde es sehr spannend. Ich würde mir diese Sachen super gerne anschauen. Ich würde mir diese Bilder auch gerne mit ins Video nehmen und die immer mal wieder vielleicht am Ende des Videos zeigen, dass ihr wirklich seht, wir sind eine lebendige Community hier und wir machen mit und wir machen schöne Sachen und wir inspirieren uns gegenseitig. In meinem Kopf funktioniert das alles sehr, sehr gut und ich bin sehr gespannt, was ihr draus macht. Ich habe mein Stück aus diesem Video schon hochgeladen im Nähcafé. Nee, in der Werkschau. Ich glaube, ich habe es sogar aus Versehen zweimal hochgeladen, weil ich mich verklickt habe. Aber eigentlich ist es eine relativ einfache Kiste. Ich habe es mit dem Handy gemacht. Das heißt, es geht auch wirklich super schnell. Und ihr könnt das nebenbei machen, wie Instagram zum Beispiel auch. Und das zeige ich euch ganz am Ende des Videos nochmal, damit wir jetzt nicht noch mehr Zeit hier verquatschen. Da habe ich für euch nochmal ganz in Ruhe gezeigt, wie ich das Ding übers Handy in die Werkschau lade. Und da könnt ihr das dann auch anschauen. Und ja, ich bin gespannt, ob ihr da auch Lust drauf habt und ob ich dann demnächst in der Werkschau ein paar schöne Bilder von Nähcafé-Stücken sehe. So, das war, glaube ich, jetzt alles so zeitaktuelles, was ich mit euch teilen wollte. Und jetzt geht's endlich ins Tutorial. Ihr habt schon gesehen, was ich genäht habe. Ich habe Pullover Tara von Designerin Schneidermeer von uns auf makerist.de.
Und Pullover Tara ist ein Träumchen. Ich habe mir eigentlich den Schnitt privat selber gekauft, um ein paar Reste zu verwerten. Und da ist dieses Stück bei rausgekommen. Das ist Basic Pullover Tara mit so ein paar extra Passen, die ich einfügen musste, weil ich nur Reststücke genutzt habe. Ich wollte wirklich einfach nur gucken, wie dieser Schnitt so sitzt, wie der so ist und was ich mir anpassen muss. Und ja, ich hatte nicht genug Stoff, das heißt, ich musste hier so ein bisschen was anfügen, am anderen Ärmel auch. Ich finde, es ist eine ganz witzige Kombi für zu Hause geworden. Und diesen Schnitt habe ich getestet, vernäht, für gut befunden und habe gedacht, den möchte ich dann gerne auch mit euch teilen, aber noch in einem etwas anderen Stil, weil so einen normalen süßen Schlabberpulli habe ich jetzt schon da. Ich wollte aber gerne einen Lounge-Style-Pulli und das ist dieser hier geworden. Ich habe mich ein bisschen inspiriert auf Pinterest. Ich habe geguckt, ich wollte so einen Cropped Lounge Hoodie und habe da mal so ein bisschen durchgescrollt und habe mir dann so ein paar Sachen markiert. Und danach habe ich mich dann gerichtet, als ich Pullover Tara im Schnittmuster für dieses Stück abgeändert habe. Es ist also in diesem Video ein kleiner Pattern-Hack. Wir haben das ganze Ding gekürzt. Es ist alles ein bisschen weniger tailliert, wobei das kaum auffällt, weil hier unten noch ein Tunnel mit einem Tunnelzug mit drin ist. Und sonst hat sich hier oben nicht sehr viel geändert. Das Ding sitzt schön locker flockig wie so ein Lounge-Pulli zum Yoga machen und ich bin sehr happy damit. Der Stoff, den ich hier verwendet habe, der wird euch die Tage vielleicht auch nochmal auf Instagram unterkommen, denn es ist eine kleine Kooperation, die ich eigentlich mit meiner Kollegin Laura auf Instagram gemacht habe und die ich hier schon so ein bisschen vorgezogen habe. Dieser zauberhafte Stoff ist ein ganz normaler Jersey, also kein Sweat. Ihr könnt Tara dementsprechend auch aus einem Jersey nähen. Es fällt dann natürlich alles ein bisschen anders. In diesem Fall im Lounge-Style passt mir das sehr gut und genauso habe ich es mir gewünscht. Dementsprechend, ich bin so vom Stoff auf den Schnitt gekommen und habe gedacht, was kann ich aus diesem Stoff machen und habe dann eben mich für diesen Lounge-Pulli entschieden. Und ich habe hier ganz bewusst auf einen Bündchenstoff im Paar oder in Kombination verzichtet, weil ich finde, das Muster schon bewegt genug. Also für meinen Geschmack, wenn ich das Ding anziehen möchte, dann ist da schon so viel los, dass ich nicht ein weiteres Bündchen brauche. Und so habe ich einfach den Oberstoff, so wie er war, auch als Bündchen genutzt. Einmal hier oben am Hals, dann hier unten an den Ärmeln und dann habe ich hier unten meinen Tunnel auch einfach aus dem Oberstoff gemacht. 100% Baumwolle mit Eukalyptusmuster gibt es bei uns im Shop. Den verlinke ich für euch auch unterm Video. Und dann kann man, wenn man den Stoff jetzt so richtig liebt, so wie ich, natürlich den auch noch als Kordel nutzen. Ich hatte einfach keine andere Kordel da und kein anderes Gummiband. Das heißt, ich habe den hier auch noch mit reingepfeffert. Ich habe jetzt hier ein Schleifchen, man kann auch einen Kordelstopper nehmen. Und da habe ich direkt eine Sache, die habe ich nämlich irgendwie falsch gemacht. Ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee, wenn ich meinen Stoff hier nehme und in der Breite in einen sehr dünnen Streifen schneide, um den dann als Kordel durch den Tunnel zu ziehen. Würde ich jetzt nicht nochmal machen. Ich würde jetzt in der Länge das ganze Ding mir abschneiden. Denn wenn ich in der Länge einen Jersey-Streifen langziehe, dann rollt er sich wunderbar ein und die offenen Kanten verschwinden. Bei mir in meiner Breite sind die Kanten hier sichtbar. Die habe ich zwar nochmal abgesteppt, hilft aber alles nichts, sieht ein bisschen komisch aus. Das heißt, ich werde nochmal gucken, ob ich noch genug von dem Stoff übrig habe, um meine Kordel durch eine längs geschnittene Jersey-Nudel zu ersetzen. Damit bin ich aber eigentlich schon viel zu weit, nämlich am Ende meines ganzen Pattern-Hacks. Da zeige ich euch dann auch nochmal, wie ich das gute Stück in die Werkschau lade. Und jetzt gehen wir wirklich ins Tutorial. Jetzt schauen wir uns an, wie wir dieses Ding nähen. Und jetzt kann ich euch empfehlen, dass ihr am besten direkt nach dem Tutorial schauen, rüber auf makegris.de wandert und euch diesen Schnitt für 2 Euro super Sparpreis im 2 Euro Sale sichert. Ran an die Nähmaschine. Für unseren Pattern Hack an Pullover Tara habe ich mir erstmal das Vorderteil mitgebracht. Ihr seht, es ist ein relativ normales Vorderteil. Wir haben hier den Halsausschnitt, den Arm. Hier wird das Ganze in den Bruch gelegt und hier ist dann die Seite. Ich möchte mir das ganze Ding ja etwas kürzen. Diese Loungewear sitzt eher in der Taille, wo dann dieser Tunnel auch sitzt. Und um den Tunnel kümmern wir uns später. Wir gucken jetzt erstmal auf die Länge des Ganzen. Ich habe bei Tara ohnehin schon zwei Varianten in der Länge unten. Saummodell 2, Saummodell 1. Ich werde mich an Modell 1
entlang hangeln und dann möchte ich aber auch in der Taille noch ein bisschen kürzer werden. Und dafür habe ich mir mit der Zeit so eine kleine Knicktechnik überlegt, die ich euch jetzt ganz gerne zeigen möchte, mit der ich Schnittmusterteile eigentlich relativ einfach knicken kann, ohne dass ich groß rumschneide und nur ein bisschen Teser brauche. Dafür suche ich mir immer erstmal eine ergonomische Linie zum Falten aus oder ich gucke, wo die Taillenlinie ist. Hier habe ich jetzt die Taille hier liegen, aber da oben drüber hat es irgendwie besser gepasst zu knicken. Das habe ich dann einfach mal schon mal gemacht und ich habe mir das Ganze einmal zur Hälfte gefaltet. Ich drehe es jetzt einmal um. Ich kann mir hier eine kleine Markierung machen, dass ich weiß, wo ich ungefähr bin. So. Und dann drehe ich den ganzen Spaß einmal um. Und an genau dieser Markierung, die scheint jetzt hier sogar durch, falte ich mir die Unterseite nach oben. So, ich habe das einmal schon vorgefaltet, deswegen geht es bei mir relativ einfach. Worauf ihr zu achten habt, ist hier, dass die Bruchkante, die ja hier liegt, wirklich sauber aufeinander liegt. Das heißt, ich gucke, dass ich hier diese Linie zusammenkriege, so. Und wenn das gerade liegt, dann kann ich hier alles glatt streichen. Denn so kann ich sicher sein, dass wir hier auch später eine gerade Bruchkante haben. Das ist jetzt natürlich nur ein Zwischenschritt, den brauchen wir so in der Form nicht, denn wir können jetzt auswählen, wie viel wir kürzen möchten. Ich möchte mir insgesamt hier aus meiner Mitte 4 cm rausnehmen. Das habe ich bei meinem anderen Modell auch gemacht, werde ich hier auch machen, nur dass ich hier dann mit dem Bündchen nochmal anders arbeite, dass es noch ein bisschen kürzer fällt. Für 4 cm muss ich jetzt zweimal je die Hälfte, die ich möchte, rausnehmen. Also 4 durch 2 ist 2. Das heißt, ich nehme jetzt zweimal 2 cm weg. Und dafür markiere ich mir wieder auf meinem Schnittteil ein kleines Pünktchen. Und zwar auch wieder hier an meiner Bruchkante bei 2 cm. Handmaß ist da ganz praktisch. So. Und da wird jetzt einmal runtergefaltet, aber nur die obere Seite. Gleiches Spiel hier schon wieder. Ich falte jetzt hier an genau diesem Punkt. So. Und ich muss wieder gucken, dass ich hier meine Bruchkante gerade fortführe. Also einmal da drauf und einmal das Ganze falten. So, ich kann das Stück einmal drehen. Ich habe jetzt hier durch diese zweite Faltung hier so eine kleine Klappe eingefaltet. Und diese Klappe hat zweimal 2 cm, einmal 2 cm hoch und dann wieder 2 cm runter. Und mit diesen einfachen zwei Falten könnt ihr euch das gesamte Schnittteil kürzen, wie ihr möchtet, ohne groß daran herumzuschnippeln. Damit das Ganze jetzt gut sitzt, habe ich mir Teser mitgebracht, mit dem ich das hier einmal fixieren kann. So kann ich sicher sein, dass auch später beim Anzeichnen nichts zur Seite geht. Und was jetzt noch aussteht, ist, dass hier die Seite angepasst werden muss. Bei mir, dadurch, dass ich jetzt ganz praktisch den ersten Knick gesetzt habe, haben wir hier eine super schöne glatte Linie. Es kann auch anders aussehen bei euch. Da würde ich euch dann aber empfehlen, dass ihr das direkt auf dem Stoff korrigiert. Man könnte jetzt hier auch sagen, dass man das Ganze noch ein bisschen begradigt und weniger tailliert macht. Brauche ich aber ehrlich gesagt gar nicht, denn diese kleine Taillierung stört hier überhaupt nicht. Und wäre jetzt hier ein kleiner Knick, dann würde ich hier auf dem Stoff beim Anzeichnen das Ganze einmal ein bisschen begradigen. Das ist meine Mitte. Jetzt will ich natürlich unten auch noch einmal kürzen. Und auch hier kann ich relativ einfach falten. Und damit mir das nicht im Weg rumliegt, habe ich auch hier eine kleine Hilfsstellung für euch. Ich drehe es mir wieder einmal um und dann suche ich mir meine Saumlinie, die direkte Nahtlinie, und falte hier einmal das Ganze um. Von vorne habe ich jetzt hier diese Rundung, die mich noch ein bisschen stört. Die könnte ich jetzt auch noch ein bisschen umfalten. Und dann habe ich vor allem diese kleine Klappe, die mich noch stört. Und die kann ich auch einfach nochmal wegfalten. Die nehme ich mir dafür einfach und falte die hier so ein. Und wenn die einmal verschwunden ist, dann könnt ihr super easy um euer ganzes Schnittteil herumschneiden. Da guckt kein Stoff raus, der stört.
Und ihr habt genau die Länge, die ihr braucht und habt die Länge eben in der Mitte rausgenommen, beziehungsweise hier an zwei Stellen, weil wir hier zwei Varianten haben. Ich habe so schon sehr oft gekürzt und sehr oft gemerkt, dass das super passt. Was ihr zu bedenken habt, ist natürlich, wenn ihr mehrere Teile habt, die ihr kürzen müsst, in der Regel ist es ja Vorder- und Rückseite, wenn es jetzt nicht nur der Ärmel ist, dann müsst ihr die aufeinander anpassen. Das heißt, optimalerweise faltet ihr euer Rückteil an der gleichen Linie wie das Vorderteil, damit sich das genauso legt. Oder später beim Zuschnitt orientiert ihr euch nochmal mit so ein bisschen einem Wechsel der Teile auch am Vorderteil, das ihr bereits gefaltet habt und kürzer gemacht habt, hier an dieser Linie fürs Rückteil. Ist gar nicht so schwer. Ich werde hiermit jetzt schon mal mein Vorderteil im Bruch zuschneiden und werde euch dann zeigen, wie ich das mit dem Rückteil genauso mache. Ihr seht meine Punkte jetzt hier vielleicht nicht besonders gut, aber ich habe an dieser Stelle doch noch ein bisschen begradigt. Und was ich hier unten noch mache, zeige ich euch am besten auch im Detail, denn ich habe ja hier unten noch dieses kleine Stückchen überstehend gehabt, was ich im Grunde eigentlich auch nicht brauche, dieses kleine Stück Saum. Und das werde ich jetzt auch noch mal runternehmen. Hoppla, verschiebt sich hier alles. Ich habe jetzt bis zu meiner abgerundeten Saumlinie hier markiert. Die liegt hier. Und dann markiere ich hier weiter, wo die Saumlinie wieder in meiner Falte verschwindet. So. Und genau so kann ich jetzt diese beiden letzten Punkte, also diese zwei, einmal verbinden mit einer leichten Schräge, so, dass ich hier nicht diese kleine Kante sitzen habe. Denn das ist so ein guter Zentimeter, den brauche ich später an der Stelle nicht. Das sind so Feinheiten, die fallen bei Jersey-Stücken, vor allem mit Tunnelzug, nicht besonders auf. Aber bei anderen Stücken würden sie das. Deswegen nehme ich mir das hier zu Herzen. Ich habe mein ganzes Stück einmal angezeichnet. Ich habe auch auf eine unprofessionelle Art hier rumgeschoben mit meinem Stoff. Das würde ich euch nicht empfehlen. Steckt lieber alles gut fest. Bei mir hat es jetzt so ganz gut geklappt. Der Baumwolljersey liegt auch sehr gut und schiebt sich nicht. Das heißt, wenn ich hier alles wieder einmal glatt liegen habe mit meinem Bruch, kann ich mir den Spaß einmal sauber ausschneiden. Das Vorderteil haben wir, das kann zur Seite. Und bevor wir direkt das Rückteil ausschneiden, möchte ich euch hier nochmal eine kleine Feinheit von meinem Trick zeigen. Denn hier sind wir beim Rückteil, das habe ich schon mal vorbereitet. Meine kleinen Faltteile sind hier schon mit drin. Und hier kann ich euch einmal zeigen, wenn ich das Ganze zusammenfalte, dann macht es nochmal einen Unterschied, ob ich meine Klappe, die hier entsteht, nach oben oder unten falte. Das ist bei jedem Schnitt ein bisschen anders, aber das ist etwas, das könnt ihr ruhig auch mal ausprobieren. Wenn ich meine Falte nach oben falte, so wie ich es eben auch beim Vorderteil gemacht habe, sehe ich hier einen wunderschönen glatten Übergang und diese Seite muss gar nicht groß angepasst werden. Ihr seht, das läuft sauber. Wenn ich jedoch meine Falte runterfalte, könnt ihr hier sofort so eine kleine Stufe erkennen. Und diese kleine Stufe, die müsste ich dann auf dem Stoff ausgleichen. Das ist das, was ich eben meinte. Um das zu vermeiden, kann ich natürlich direkt die Falte einmal hochfalten. Dann haben wir hier eine saubere Seite und auch hier, wenn ich vorhin alles richtig gefaltet habe, eine ganz saubere Bruchkante. Hier kommt jetzt noch ein Stückchen Kleber drauf und dann kann ich auch mein Rückteil zuschneiden. Den Klebefilm kriegt ihr übrigens einfach wieder ab oder schneidet ihn einfach auf. Dann könnt ihr das Ganze auch wieder auseinanderfalten und größere Größen oder normal lange Größen wieder nähen. Und wenn euch diese ganzen Falten beim Zuschnitt irritieren, dann empfehle ich, wenn ihr mit Klebefilm zum Beispiel arbeitet, den immer nur von einer Seite zu kleben, sodass ihr dann, wenn ihr alles wieder auseinandergenommen habt, euer Schnittmusterteil einfach umdrehen und von der Rückseite bügeln könnt. Papier lässt sich nämlich wunderbar bügeln. Das Ganze bei ganz geringer Hitze ohne Dampf einfach einmal auf dem Bügelbrett glattlegen und dann hier über diese Falten gehen. Die sind dann zwar immer noch zu sehen, allerdings wellt und faltet sich nicht das ganze Stück so doll wie vorher und ihr könnt ganz easy und sehr oft damit arbeiten. Es gibt Schnittteile, die ich wirklich sehr, sehr oft gebügelt habe. Das Rückteil kommt jetzt hier einmal drauf. Ich habe natürlich meine Bruchkante jetzt auf der falschen Seite liegen. Das heißt, ich muss mir das Ding einmal umdrehen. Stört aber gar nicht, weil ich dann hier auch ein bisschen besser angleichen kann. Das ist jetzt mein Rückteil. Das lege ich auch einfach wieder drauf.
und macht den gleichen Spaß wie eben mit den Markierungen von eben, dass ich da gleich einmal alles zurechtschneiden kann. Die Nahtzugabe ist in Pullover Tara übrigens schon enthalten, 0,7 cm. Auf der Vorderseite könnt ihr die auch sehen. Hier hinten jetzt natürlich nicht mehr, aber das steckt drin. Das heißt, die muss ich jetzt nicht extra hinzufügen. Ich habe jetzt fast rundherum aufgezeichnet. Ich bin mal gespannt, ob ihr das sehen könnt mit der Kamera. Ich habe hier ab der Achselhöhle die Seitennaht ein Stück weit offen gelassen, bis unten hin. Denn ich habe ja hier mein Vorderteil auch ein bisschen modifiziert. Damit das immer noch passt, muss ich jetzt die gleiche Rundung, die gleiche Kurve auch auf dieser Seite schaffen. Und dafür nehme ich mir das bereits zugeschnittene Stück vom Vorderteil und lege es mir einmal ganz passend hier mit der Achselhöhle in die Achselhöhle auf dem Stoff drauf. Das muss passen, diese Ecke. Und dann muss der Stoffbruch halbwegs passen und das Ganze hier gut runterkommen. Und dann kann ich einfach mich an meinem Vorderteil orientieren und daran entlang diese etwas begradete Seitennaht hier auch noch anzeichnen. Wenn ihr Pattern-Hacks oder kleine Änderungen an euren Stücken vornehmt, dann sind das die kleinen Feinheiten, an denen man später merkt, ob man alles richtig gemacht hat. Wirklich die Stücke nicht nur einzeln ändern, sondern im Großen und Ganzen denken. Wenn ihr eine Strecke verändert, dann müsst ihr immer mit im Kopf behalten, welche andere Strecke wird jetzt davon irgendwie betroffen und welche andere Strecke muss ich dementsprechend mit verändern. Bei einem Pullover ist es vollkommen klar, dass wenn ich eine Seitennaht verändere, ich die zweite auch mit verändern muss. Beim Kürzen ist das besonders wichtig, aber auch bei so kleinen Runden, die man machen muss, die man auch so aus dem Handgelenk einwerfen kann, ist es sehr wichtig, darauf zu achten und ihr könnt immer, wenn ihr eine Änderung gemacht habt, die bereits gemachte Änderung als Schablone fürs zweite Stück benutzen. So wird das Ganze wunderbar sauber. Jetzt höre ich auf zu schnacken und schneide auch mein Rückteil zu. Das hätten wir dann auch und ich kann mich weiter an meinen Ärmel machen. So sieht mein Schnittteil aus und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss Ärmel grundsätzlich verändern, weil ich einfach auch in meiner Armlänge nicht der Konfektion entspreche. Das bedeutet, ich muss meine Ärmel, die ich nähe, immer kürzen. Da ist es auch vollkommen egal, was hier unten steht mit Saum 1 oder Saum 2. Ich muss mir das ganze Ding verändern. Ihr habt beim Ärmel natürlich immer die Möglichkeit, einfach von unten weg zu kürzen. Ihr könntet aber auch, genau wie eben, ein Späßchen machen und hier mitten auf der Mitte diese Faltentechnik machen. Das hat unterschiedliche Ergebnisse. Das ist sehr wichtig zu wissen, denn wenn ich hier in der Mitte falte, dann bleibt mein Ärmelende so schmal, wie es hier ist. Und diese Strecke ist möglicherweise für einen Saum die perfekt angepasste Strecke. Das heißt, ich muss hier an meinem Saumbündchen, an meinem Ärmelsaumbündchen nichts mehr verändern. Wenn ich hingegen einfach hier unten mir ein paar Zentimeter wegknicke, eine ganze Menge Zentimeter für meine Ärmellänge, so zum Beispiel, dann verändere ich natürlich auch hier unten die Breite meines Ärmelsaums, an das dann wahrscheinlich noch ein Bündchen rankommt, was ich dann eventuell auch noch mit verändern muss. Das kann ich euch hier einmal zeigen, weil durchs Umfalten sieht man es ganz gut. Das hier ist jetzt meine Ärmelbreite, für die ich mich entschieden habe, indem ich einfach nur umfalte. Und das hier, zweimal zwei Finger breit, wenn ihr so an den Seiten guckt, wäre der Originalsaum gewesen. Ich habe jetzt für mich bei diesem Stück entschieden, da es so ein Loungewear-Stück sein soll, was ruhig auch ein bisschen puffiger sitzt und so ein bisschen, ja, leichte Puffärmel auch anmuten darf aus diesem leichten Jersey, dann darf es mir auch hier unten am Ärmel ruhig ein bisschen weiter sitzen. Ich bin sehr gespannt, ob ich das später bereue. Ich kann aber auch am Ende immer noch, wenn mir das nicht gefällt, den Ärmelsaum wieder abmachen, den kleinen Bund, und das Ganze noch ein bisschen schmaler nähen im letzten Schritt. Würde ich euch nicht empfehlen, ist nie großer Spaß, so ein Bündchen wegzumachen und dann zusammenzunähen, wieder anzunähen, aber es ist eine Notlösung, die kann man immer machen und ich bin sehr gespannt auf diesen etwas puffigen Look. Das heißt, ich bleibe bei meiner Veränderung dabei, dass ich einfach hier dieses Stück Ärmel, das sind jetzt gut 10 cm, einfach mal wegnehme. Ich muss gleich mal gucken, ob ich wirklich 10 cm wegnehme, aber ich glaube, mit einem kleinen Bündchen zusammen ist das dann schon die richtige Menge. Und so kann ich mir dann einfach meine Ärmel richtig zuschneiden. Das Einzige, was ich jetzt noch zu bedenken habe, ist, dass mein Stoff eine Laufrichtung hat
Der hat nicht nur einen Fadenlauf, sondern auch eine Musterrichtung. Und die ist sehr wichtig zu beachten. Wenn das für euch alles neu ist, dann klickt euch mal ins Nählexikon und schaut euch dort irgendwo hier oder da verlinkt das Video F wie Fadenlauf an. Und dann wisst ihr, was ich meine. Sonst steht euer Muster später auf dem Kopf. Den Fehler mit dem Ärmel habe ich übrigens auch schon gemacht. Das habe ich euch irgendwann mal gezeigt in einem kleinen Video über Nähfehler, wie ich mir Fahrräder kopfüber als Ärmel an ein T-Shirt genäht habe. Das fällt da kaum auf. Das würde hier vielleicht auch gar nicht so doll auffallen, aber ich wollte es doch gern richtig rum haben. Das heißt, jetzt liegt alles schön im Bruch, mein Schnittteil liegt drauf und ich kann anzeichnen und ausschneiden. Und voilà, damit hätten wir auch die beiden Ärmel fertig. Wie gesagt, im Bruch, also oben, unten mit richtigem Fadenlauf. Und das ist jetzt auch das, womit ich beginne. Ich könnte jetzt noch mein Halsbündchen zuschneiden, aber im Grunde fehlen mir ja nur noch die Bündchen. Hals, Ärmel und Bauchbündchen. Und da habe ich eigentlich eins, wo ich nicht improvisieren muss, nämlich das Halsbündchen, weil der Halsbund nicht verändert wurde, das Halsloch. Die Ärmelbündchen wurden verändert, denn ich habe ja meinen Ärmel gekürzt. Das heißt, ich muss hier unten für die etwas verlängerte Strecke mein Ärmelbündchen eventuell anpassen. Und mein Bauchbund wurde auch verändert, weil ich den ja auch gekürzt habe und sich die Breite meines Shirts dadurch verändert hat oder meines Pullis in diesem Fall. Das heißt, das sind Stücke, die ich später separat zuschneide. Ich habe diese Schnittteile zwar da, aber ich brauche die nicht anpassen. Ich kann Bündchenteile auch immer errechnen und dann hinzufügen. Wenn ihr den ganz normalen Pullover Tara näht, dann bleibt natürlich unbedingt gerne bei euren Schnittteilen, denn dafür sind sie da. Wenn ihr kleine Änderungen vornehmt, dann ist es immer hilfreich, ein Maßband zur Hand zu nehmen und später wirklich im Detail zu gucken, welche Maße ihr für welche Stellen braucht. Plus hin und wieder kommen ja nochmal besondere Veränderungen dazu. Ich denke, gerade beim Bauchbund zum Beispiel können wir nochmal ein bisschen was Spezielleres machen. Schauen wir uns aber später an. Jetzt kann ich erstmal mit dem Nähen anfangen und dafür mache ich erstmal hier den ganzen Stoff weg und hole mir Vorder- und Rückteil zur Hand. Wir haben eingefädelt, das Gerät kann zur Seite. Ich müsste unbedingt mal wieder die Fussel wegmachen. Aber bevor ich das gründlich mache, nähen wir schon mal eine Runde. Der erste Schritt ist, wie immer bei solchen Teilen, die Schulternähte zu schließen. Und dafür nehme ich mir mein Vorder- und mein Rückteil rechts auf rechts. Das ist jetzt hier einmal das Rückteil. Und da kommt drauf das Vorderteil. Und dann stecke ich mir hier beide Schulternähte mit Nadeln zusammen und nähe die dann einmal mit der Overlock zusammen. Das geht natürlich auch mit der Haushaltsmaschine. Am besten, ihr habt da einen Jersey-Stich, der ein bisschen elastisch ist. Das hätten wir. Weiter geht's mit den Ärmeln. Und dafür klappe ich mir das Ganze einmal auf und lege es mir so, dass mein Vorderteil genau vor mir liegt und mein Rückteil hinten. Und da müssen wir nur noch den richtigen Ärmel für die richtige Seite finden. Ihr habt im Schnittmuster kleine Knipse, an denen ihr euch orientieren könnt. Die habe ich jetzt nicht übertragen, weil ich das Ganze schon einmal genäht habe und es ganz gut geklappt hat, das Ganze auch ohne die Knipse zu verteilen. Wenn ihr Stücke zum ersten Mal näht, aber eigentlich auch generell, wenn ihr näht, würde ich mich immer an den Knipsen entlang hangeln, außer ihr seid ein bisschen wahnsinnig und meint, ihr könnt es auch so und ärgert euch nicht, wenn ihr es nochmal auftrennen und neu machen müsst. Ich mache es jetzt hier auf die Schnelle einmal ohne Knipse und hole mir den passenden Ärmel für hier vorne links und stecke den dann fest. Übrigens, den richtigen Ärmel erkennen muss man auch erst noch lernen, denn so ein Ärmel, das sieht man hier fast gar nicht. Ich zeige es euch mal an diesem. Ein Ärmel hat ja eine Richtung. Der ist ja nicht einfach nur gespiegelt. Wir haben hinten so eine etwas längere Strecke, die ein bisschen flacher hochgeht. Dann haben wir hier den Berg oben und dann geht es ein bisschen steiler wieder runter. Und dieses Steile ist die Vorderseite und das Flache die Rückseite. Und damit das jetzt rechts auf rechts passt, brauche ich hier dieses Exemplar. Wenn der Ärmel einmal sauber angesteckt ist und ich habe sehr viele Nadeln dafür benutzt, dann kann auch der zusammengenäht werden. Die Ärmel sind drin, jedenfalls so halb. Jetzt kann der ganze Spaß geschlossen werden.
Ich habe gar nicht genug Platz für euch mit der Overlock hier, aber ihr könnt hier sehen, ich habe hier den Ärmel, dann Vorder- und Rückteil und hier die andere Seite Ärmel. Und das Ganze wird natürlich jetzt wieder auf links gedreht und dann kann ich die Ärmelinnennähte und die Seitennähte ganz einfach schließen. Wenn ich mir das alles hier einmal so hinlege, stecke ich mir das schön zusammen. Hier in der Mitte beginne ich, dass diese Nähte sauber aufeinander liegen. Und dann wird einmal die Ärmelnaht hier geschlossen, über die Achsel bis nach unten. So schaut der Zwischenstand aus und ich bin sehr zufrieden damit. Wir haben schon einen mehr oder weniger vollwertigen Pulli. Und ich glaube, der wird ganz zauberhaft locker luftig sitzen. Hier fehlt mir jetzt noch mein Halsausschnitt oder mein Halsbündchen. Das kann ich ja so, wie es ist, aus dem Schnittmuster übernehmen. Das werde ich gleich noch tun. Und dann werde ich hier mal gucken, wie hier die Differenz ist. Ich habe gesagt, so knapp 2 Finger breit. Breiter ist mein Ärmelbündchen. Das heißt, ich werde wohl mein Ärmelbündchen ein bisschen breiter zuschneiden. Das Ganze kann man aber natürlich auch messen und dann mit dieser gängigen 5-10% Regel arbeiten. Das wäre in diesem Fall bei einem Bündchen von 12,5 cm. In der ganzen Runde sind wir bei 25 und 25 minus 10% macht 22,5. Das bräuchte ich dann als Bündchen. Ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, weil ich gerne mein Bündchen nicht aus Bündchenstoff, sondern auch aus dem Oberstoff machen möchte. Und da sollte ich nicht zu viel abnehmen. Das heißt, diese beiden Sachen werde ich mir jetzt schon mal zuschneiden und annähen. Und danach widmen wir uns dem Bauchbündchen, weil da habe ich mir noch was Spezielles überlegt. Mein Bündchen zeichne ich mir direkt auf den Oberstoff. Das wird ganz gut passen. Ich kann mir das hier einmal anmarkieren mit der Breite von 22,5. Das passt gerade so drauf. Wenn ich hier starte, 21, 22,5, bin ich genau hier. Ich zeichne es mal lieber einmal komplett. So. Dann wünsche ich mir von meinem Bündchen eine Höhe von knapp 4 cm. Die brauche ich mal 2, weil das Bündchen wird ja in den Bruch gelegt. Und dann noch eine Nahtzugabe von Overlockbreite, also knapp 1,5 cm, schon in der Summe. Das heißt, 4 plus 4 plus 1,5 sind wir bei 9,5. Die zeichne ich mir auch direkt einmal an. Das sieht doch gut aus. Das Ganze lege ich mir direkt einmal in den Bruch und dann stecke ich mir da ein paar Nadeln und dann kann ich es in einem Schritt doppelt zuschneiden. So, und bevor ich damit an die Nähmaschine gehe, machen wir direkt einmal das Halsbündchen und dafür hole ich mir ganz klassisch das Schnittmusterteil her. Auch das Halsbündchen muss querelastisch sein, also ich muss so ziehen können. Das heißt, ihr könnt es jetzt hier durch die linke Seite durchsehen. Wenn mein Muster so geht, dann geht die Elastizität natürlich so in die Breite und so kann ich mir den ganzen Spaß jetzt einmal anzeichnen und ausschneiden. Diese 3 Stücke gehen jetzt alle einmal rechts auf rechts mit den schmalen Kanten zusammen. Da stecke ich mir jeweils 1-2 Nadeln und dann kann ich die Bündchen so vorbereiten und schon mal zusammennähen. Danach geht es ans Bügeleisen. Die ganzen Stücke gehen jetzt einmal links auf links unter das Bügeleisen. So dass ich sie dann annähen kann. Aber ich empfehle euch wirklich an dieser Stelle, nehmt ruhig diese eine Bügelung einmal vor, legt alle Kanten hier sauber aufeinander, denn wenn das gut vorbereitet ist, dann sieht es am Ende sehr viel schöner aus und lässt sich auch sehr viel leichter vernähen. Mit dem Halsausschnitt machen wir weiter. Ich habe dafür mein Halsloch einmal im Pulli und dann hier den vorbereiteten Halsbund. Wie gesagt, ich habe das Ganze einmal rechts auf rechts geschlossen und dann links auf links gebügelt, sodass ich hier jetzt einen ganz sauberen Ring habe, den ich einnähen kann in mein Halsloch. Den Ring stülpe ich von außen über das Loch. Das Ganze wird angesteckt und dann kann es auch einfach mit der Overlock festgenäht werden. Wichtig ist, dass ich jetzt hier die richtigen Proportionen zusammenbringe und dafür gibt es einen Trick. Das ist die Vierteltechnik, habe ich schon etliche Male gemacht, zeige ich euch aber gerne nochmal. Wenn ihr es nicht kennt, springt gerne weiter. Ich teile mir das Ganze, ich falte mir das einmal aufeinander. So, dann kann ich genau auf der Hälfte eine Nadel
einstechen. Dann ziehe ich es mir auseinander und falte es andersrum auf die Hälfte, sodass die Nadel auf meiner Naht liegt. Und kann jetzt in diesen beiden Hälften, an diesen beiden Enden, je eine Nadel stecken. Und ganz ähnlich verfahre ich an meinem Ausschnittloch, sodass ich da auch 4/4 markieren kann. Wichtig ist, man denkt, die Schultern sind die Hälften, sind sie aber gar nicht. Die Schultern liegen ja nicht proportional in der Mitte. Das heißt, ich lege meine Schulternähte aufeinander und nehme dann die Strecken nach hinten und nach vorne und wandere die entlang. Hier ist meine hintere Mitte. Ihr könntet natürlich auch schon beim Zuschnitt eure hintere und vordere Mitte zum Beispiel mit einem Trickmarker markieren. Das habe ich nicht gemacht. Da denke ich in den seltensten Fällen auch dran, weil es so eben auch geht. Einfach die Strecken dann so abwandern von den Schulternähten, die aufeinander liegen, nach vorne und nach hinten. Um dann die vordere und hintere Mitte aufeinander zu legen, also ziehe ich es wieder auseinander, lege mir die beiden aufeinander und wenn ich die hier so festhalte, kann ich jetzt nach rechts und links einmal die Strecken abwandern, gleichmäßig, um zu meinen Vierteln zu kommen. Die liegen nämlich leicht neben den Schulternähten. Jetzt noch einmal nach links. Und so habe ich an beiden Runden jetzt 4 Markierungen. Hier habe ich nur 3 Nadeln, aber meine 4. Markierung ist meine rückwärtige Naht und die landet dann auch rückwärtig an meinem Pulli. Die kommt hier direkt auf diese Nadel. Rechts auf rechts, Kante an Kante und dann könnt ihr nichts falsch machen. Die Nadeln stecke ich mir innen, das ist beim Nähen gleich ein bisschen leichter dann rauszuziehen. So, und jetzt ringsum immer Nadel auf Nadel und das Ganze sauber zusammenstecken. Und wenn das steckt, geht es damit an die Overlock mit dem kleinen Zusatz, dass ihr jetzt eure Strecken zwischen den Nadeln minimal spannen müsst. Denn was gerade noch der Fall ist, beim Bündchen, das ein bisschen kürzer ist, haben wir hier eine gerade Strecke und hier flabbert so ein bisschen der Oberstoff des Pullis. Und wenn ich jetzt minimal die Nadeln auseinanderziehe, dann komme ich zu einem Punkt, an dem alle 3 Stoffkanten sich sauber aufeinander legen. Und an diesem Punkt möchte ich nähen. Also ich möchte so weit ziehen, dass ich mein Bündchen nicht dehne, meinen Stoff nicht dehne, sondern nur mein Bündchen dehne, sodass das alles sauber beieinander liegt. Und ich beginne hier vorne vor dieser ersten Seitennadel. So arbeitet ihr euch von Nadel zu Nadel vor und dehnt wirklich immer nur die Strecken, die gerade für euch relevant sind. Der Rest kann ruhig ganz glatt liegen. Immer nur die Strecken, die jetzt gleich genäht werden, bis ihr zur nächsten Nadel greift. So soll der Halsausschnitt aussehen. Hoffe ich jedenfalls, wenn ich es jetzt alles wieder richtig hinlege. Mein Bügeleisen ist noch an. Das heißt, ich kann mit dieser Perle hier einmal direkt ans Bügeleisen und ihr seht, das sieht hervorragend aus. Ich habe jetzt hier meinen Halsausschnitt drin und ihr seht auch meinen Paradefehler. Mein Fehler, den ich immer wieder mache und an den ich gerade überhaupt nicht gedacht habe, der kaum auffällt zum Glück an diesem Stück. Aber wenn ich es euch sage, werdet ihr sehen, nicht etwa, dass hier ein Stück Faden rausguckt. Das ist auch unschön, aber das kann man abschneiden. Ich habe hier oben an meinem Bündchen den Fadenlauf nicht beachtet. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass ihr das schon beim Feststecken beachtet. Denn ich hätte natürlich hier gerne in meinem Bündchen, hier vorne auch, einen Fadenlauf, der nach oben zeigt. Ich habe den hier falsch rum. Man sieht es kaum, hier ist so ein Blattende, so ein Stabende, wo man das erahnen kann. Ich werde das jetzt nicht nochmal ändern, weil das ist ein Kompromiss, den bin ich bereit einzugehen. Es fällt kaum auf, in diesem gemusterten Stoff sowieso nicht, aber ist schon ein bisschen ärgerlich. Gleich beim Ärmel gucken wir nochmal genauer hin, dass ihr das vermeiden könnt. Erstmal gehe ich aber diesen wunderschönen Halsausschnitt einmal bügeln. Frisch gebügelt sieht es so schön aus, dass ich mir meinen Fehler von eben schon wieder verziehen habe. Aber wenn ihr könnt, macht es gleich richtig. Und ja, ich versuche es jetzt auch einmal richtig zu machen und werde das hier direkt am Ärmel einmal testen. Wir haben hier am Ärmel, so liegt er richtig rum, den Fadenlauf so vorliegen, dass er nach oben zeigt. Die Pflanzen wachsen wie im echten Leben nach oben. Und beim Bündchen wollen wir es natürlich genauso. Ich habe jetzt hier beide Bündchenstücke einmal liegen. Und wenn ich mir das jetzt hier einmal anlege, so,
dann ist das genau richtig, so wie ich es haben möchte. Und danach kann ich mich ganz gut richten. Ihr seht es ja gar nicht. Hoppla, so sieht mein Ärmel aus. Und so liegt mein Bündchen an. So liegt mein Bündchen auch richtig rum, ne? Also so wächst es wunderbar. Hier sieht es sogar fast so aus, als ob das hier weiter wachsen könnte. Dementsprechend muss ich gucken, um das zu erhalten, wie ich den Spaß jetzt annähe. Ist eigentlich gar nicht so schwer, weil jetzt kann ich das Ganze einfach so rumklappen, dass wenn ich es später zurückklappe, es sauber aussieht. Das heißt, ich muss jetzt einfach einmal von meinem korrekten Bild, wie ich es haben möchte, einfach nur einmal umdrehen und dann mein Ärmel einziehen. Jetzt hoffe ich, dass das klappt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendeinen Knoten hier in meinem Gedanken drin. Aber eigentlich dürfte das nicht falsch sein. Ich stecke mir auch nochmal zwei Nadeln an dieser Stelle. Ihr könnt natürlich auch hier mit der Vierteltechnik arbeiten, aber es ist auf diese kleinen Strecken unfassbar fitzelig. Das heißt, ich habe mir das inzwischen abgewöhnt und habe damit angefangen, einfach den kompletten Kreis zu dehnen, in die Länge zu ziehen und so dann irgendwie einen hübschen Abschluss zu kriegen. Mit der Zeit schafft ihr das irgendwie von alleine auch. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen Übung, weil es an dieser Stelle keinen Spaß macht, mit Vierteln zu arbeiten. Ich ziehe es mir gerne dann einmal schon mal so lang, wie es geht, dass ich wenigstens die Hälften mit Nadeln markiert habe. Und dann geht es an die Nähmaschine. Das ist der eine. Den anderen mache ich gleich im Schnellformat, aber wir gucken erst einmal, wie es ausschaut. Einmal umgeklappt haben wir jetzt nämlich schon wieder einen kleinen Faden. Und dann aber genau die Richtung, die wir möchten. So, hier habe ich sogar die Nähte wunderbar aufeinander getroffen und meine Pflanzen wachsen in diese Richtung. Jetzt fällt mir hier etwas auf, was ich später beim Tragen nochmal kontrollieren werde, denn bei solcher Art Bündchen, die dann doch so dolle auf so eine lange Strecke gezogen werden, kann es schnell passieren, dass sich das Bündchen aus dem normalen Jersey so sehr ausdehnt, dass es sich nicht mehr so schön zusammendehnt, wie es eigentlich hätte sein sollen und dass es dann ein bisschen zu breit ist. Und wenn ich das später am Handgelenk habe, dann sehe ich jetzt schon, dass es relativ breit sein wird. Was man machen kann, um dem entgegenzuwirken, ist, ins Bündchen ein Gummiband einzuziehen. Ich habe jetzt hier ein 4 cm Bündchen. Das heißt, wenn ich ein 4 cm Gummi finde, könnte ich das, wenn ich später bei der Anprobe merke, das gefällt mir nicht, hier nochmal reinziehen und dann habe ich hier ein bisschen mehr Stabilität. Werde ich jetzt nicht sofort machen. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar noch reicht in dieser Form. Plus, ich ziehe mir sowieso gerne die Ärmel hoch und dann sitzt es auch hier am Arm ganz gut. Ich werde jetzt erstmal das zweite annähen im Schnellformat und dann machen wir uns gemeinsam an den Bauchbund. Wir nähern uns dem Ende. Mein Pulli sieht schon dolle aus wie ein Pulli. Den Halsausschnitt hatten wir schon. Jetzt haben wir auch hier beide Ärmelbündchen dran. Mit denen bin ich auch erstmal sehr zufrieden. Gucken wir uns später nochmal angezogen an. Und jetzt habe ich hier unten nur noch mein Bauchbündchen zu machen. In voller Breite sind das knapp 50 cm, macht einen knappen Meter im Umfang sogar. Und das Ganze hätte ich gern so ein bisschen gerafft. Und in diesem typischen Lounge-Style geht es richtig schön mit einer Kordel oder einem Gummi drin. Und das hätte ich auch gern, allerdings in einem Tunnel. Und dafür habe ich mir schon mal einen Tunnel vorbereitet. Man könnte natürlich einfach, wenn man vorher das Ganze lang genug gemessen hätte, hier einmal umklappen, zwei Knopflöcher oder zwei Ösen reinmachen, einen Tunnel abnähen und dann da etwas durchziehen. Oder aber, wenn ihr es gemacht habt wie ich, dann setzt ihr euch noch ein weiteres Stück Stoff an für diesen Tunnel. Und dafür habe ich mir was vorbereitet. Ich habe einmal die gesamte Breite gemessen. Wie gesagt, wir sind im Umfang bei 100 Zentimetern. Davon habe ich mir wieder 10% abgenommen und bin jetzt mit einem Streifen von ca. 90 cm Breite, weil wir haben ja hier die Elastizität in die Breite und dann diese Länge 3-4 cm. Viel, inklusive Nahtzugabe, weil ich möchte das Ding super schmal haben. Also wir haben in der vollen Breite von meiner Stoffbreite abgeschnitten 90 cm, dass wir hier die Elastizität haben und dann haben wir so 4 cm Länge. Den habe ich mir geschnitten, der ist relativ lang, wie ihr hier sehen könnt. Und den habe ich direkt ein bisschen präpariert. Und zwar habe ich die Enden jeweils einmal umgeschlagen und umgebügelt. Einen knappen Zentimeter hier mit einem Zickzack einmal das Ganze zusammengesteppt an beiden Seiten. Und dann habe ich auf voller Breite den Spaß einmal gebügelt.
so dass er links auf links liegt. Und das Ganze wird jetzt in der Runde hier angenäht, an diese Runde. Wir haben jetzt hier mit dem Streifen, weil da ja die Kordel noch reinkommt oder der Gummizug, eine offene Runde. Aber ich möchte trotzdem das Ganze so annähen, dass es später, wenn das alles richtig liegt, sauber schließt, sodass ich dann meine beiden Enden mittig am Pullover so aufeinandertreffend habe. Und genau das muss ich jetzt an meinem Tunnelstück und auch an meinem Pulli markieren. Das ist genau das Gleiche, was wir vorhin hatten. Wir machen hier 4 und hier 4 Markierungen und die bringen wir aufeinander. Mein Pulli hat schon 2 Markierungen, nämlich die Nähte. Jetzt brauche ich noch die vordere und hintere Mitte. Dafür lege ich mir einfach meine Nähte aufeinander. So, und wandere dann einmal nach hinten und einmal nach vorne, um mir eine Nadel zu stecken. Damit hätten wir alle 4 und hier auch direkt schon die Vorderseite oben liegen. Und hier müssen wir das einfach noch einmal kurz machen. Das Ganze macht vorgebügelt insofern Sinn, als dass ihr dann hier schon mal auf die sauberen vorgebügelten Kanten die Nadeln stechen könnt und das Ganze nicht hieran herumfummeln müsst. Jetzt kommt aber doch der Fummelteil. Und zwar bringen wir jetzt die Nadeln zusammen. Und vorne an meinem Vorderteil bringen wir diese beiden Stücke direkt nebeneinander auch so zusammen. Da kommt dann später die Kordel raus und da kann man dann später ein Knötchen machen. Auf meiner vorderen Nadel. Nicht die beiden Stücke aufeinander, sondern nur die beiden Stücke wirklich komplett dicht nebeneinander, sodass wir dort dann auch die Naht optimalerweise beginnen, dass wir hier ganz sicher nichts verziehen und dass das alles passt. Im Übrigen, bevor ich es vergesse, kann man natürlich auch noch mal gucken, dass hier auch der Fadenlauf stimmt. Und den habe ich so falsch rum. Das heißt, ich muss mir das Ganze andersrum legen. So rum soll er sein. Also wird so rum festgesteckt. Ich gehe das Ganze lieber in der Runde ab, als jetzt die andere Seite auch schon festzustecken, weil ich so sicher gehen kann, dass ich meinen sehr schmalen Tunnel hier nicht noch mal verdrehe. Also ruhig die Zeit nehmen und das Ganze in der Runde abgehen und dann sauber stecken. Es ist auch nur sehr wenig Dehnung drin. Aber trotzdem wäre eine Verdrehung hier wirklich unnötig. Und zurück nach vorne, wo unsere beiden umgeklappten und umgesteckten Kanten wirklich auf Stoß zusammenliegen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr hier dann diesen sauberen Abschluss habt. Das Ganze auf Stoß und da dann auch eine Nadel stecken. Ihr könnt natürlich diesen Teil auch woanders anbringen, ne? Also ihr müsst nicht die Öffnung vorne mittig haben. Die kann auch an der Seite sein, dann könnt ihr den Knoten so ein bisschen seitlicher machen mit der Kordel. Ich finde es in der Mitte sehr passend. Und ich werde jetzt hier direkt auch anfangen zu nähen an der Overlock und werde wirklich ohne Zug hier diese 10 cm um die vordere Mitte herum nähen, dass die wirklich fest sitzt und danach kann man dann so ein bisschen anfangen, das Ganze unter Zug zu setzen. Und da wären wir. Das Ganze muss ich jetzt natürlich noch einmal schön zurechtbügeln. Und dann kommt hier noch eine Kordel rein und ein Kordelstopper dran. Aber das kann ich euch jetzt nicht zeigen, denn jetzt ist weder noch hier. Ich warte noch auf eine passende Kordel und mein Kordelstopper ist auch noch in der Post, ist aber schon bestellt. Und das werde ich euch dann gleich mit einer schönen Vollansicht meines neuen Lounge-Pullis im Detail nochmal abfilmen, dass ihr sehen könnt, wie das am Ende geworden ist. Ich bin sehr gespannt, ob diese Variante auch was für euch ist oder ob ihr das anders macht und auch überhaupt freue ich mich schon auf euer Feedback zu dem Schnitt, zu meinem Pattern-Hack und natürlich auch zu diesem wunderschönen Stoff. Das war mein Pattern-Hack für Hoodie Tara von Schneidermeer. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefallen hat. Verratet es mir gerne in den Kommentaren. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr schon mal hier seid und gebt auch einen Daumen hoch. Und wenn ihr das gute Stück auch selber näht, egal in welcher Variante, ob Jersey oder Sweat oder aus Resten oder neuem Stoff, dann zeigt es mir doch sehr gern in der Werkschau. Und damit wären wir jetzt auch am Ende des Videos. Ich verabschiede mich schon mal und ich zeige euch aber gleich noch ganz in Ruhe, wie ich den Spaß in die Werkschau lade. Viel Spaß beim 2-Euro-Sale und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!
Ich habe mich schon mal eingeloggt auf Makerist und ich kann jetzt hier übers Menü die Werkschau anwählen. Und da klicke ich einfach auf diesen Button für ein neues Werk und kann ein bisschen was ausfüllen. Hier ist die Kategorie, die ich für euch neu eingefügt habe, YouTube Nähcafé. Und da kommt dann rein Pullover Tara. Im Lounge-Style, weil es ist ja ein kleiner Pattern-Hack. Beschreibung, ihr müsst dann nichts schreiben. Aber ihr könnt natürlich eine Kleinigkeit, ihr könnt auch verraten, was ihr für Besonderheiten vielleicht noch gemacht habt, ob ihr das Ding gekürzt habt, welcher Stil das ist, für wen ihr das genäht habt, das ist ganz euch überlassen. Die Anleitungsart, das ist eine Makerist-Anleitung. Und dann lade ich direkt schon mal das Bild hoch, was ich gemacht habe. Ja, und ehrlich gesagt ist nicht nur die Anleitungsart relevant, sondern auch die Anleitung selber. Ich kann ja die direkte Anleitung anwählen, hier Tara Pullover für Frauen, denn die Werkschau schaut auch in mein Makerist rein und kann dort sehen, welche Schnitte ich schon gekauft habe und die kann ich dann hier direkt verlinken. Das habe ich gemacht und dann einfach nur noch eigenes Werk hochladen klicken und ich verspreche euch, einmal klicken reicht. Bei mir hat es irgendwie ein bisschen gehakt und ich habe irgendwie mehrfach geklickt, das heißt, mein Bild ist jetzt zweimal drin. Und ich konnte es auch nicht mehr löschen. Frag mich nicht, was los ist. Vielleicht kriege ich es, bis das Video online geht, das Ganze noch gelöscht. Ich bin sehr gespannt auf eure Werke bei uns in der Werkschau und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nähen.